Doch. Nein, wieso duckst du nicht denn? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play. Heute mal wieder eine weitere Folge Escape from Tarkov. Zur letzten Folge zurück. Ja, da war eine ziemlich strittige Szene, finde ich persönlich dabei, wo ich einen Spieler oder einen Gegner gehabt habe, der mich anscheinend durchgehend irgendwie im Haus gespottet hat, wo ich war. Und dann am Ende wurde es dann besonders weird, als er wirklich mit, keine Ahnung, gefühlt 200 Sachen da irgendwie durch die Walachei geeiert ist. Und dann plötzlich an den Türrahmen gesprungen ist. Ich war hinter so ein paar Fässchen und wupp, Feierabend. Tschüss, back to the 60s. Und anschließend war dann auch nochmal eine Runde. Da kam dann aber wieder auch ein bisschen die Gier zum Vorschein. Da hatte ich schon einen Spieler, glaube ich, gekillt gehabt. Dann nochmal 8 Skills zusätzlich. Dachte, okay, wenn ich schon 8 habe, warum kein 9er? Und ich glaube allerdings, dass das kein, Scav war, sondern ein Spieler, der mich dann auch genauso in die 60s zurückgeschickt hat wie der andere. Ich meine, klar, gut, EP schon rausgeholt, aber es wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn ich den Kill auch noch bekommen hätte, was dementsprechend nicht der Fall war. Und heute wird auf jeden Fall probiert, dass wir diese Stufe 19 hier endlich mal hinter uns lassen und dass wir endlich mal Stufe 20 werden, beziehungsweise möglichst nah rankommen, dass wir nur noch einen minimalen Sprung bis auf 20 haben. Denn dann, meine Freunde, ist es endlich soweit. Spielermarktzugriff, sehr geil. Und dann würde ich mal sagen, schnacken wir nicht allzu weiter länger und starten wir direkt rein in die Action. Auf geht's. So, da sind wir. Natürlich wieder ist der Mittelfinger oben, wird man nicht loben, ist klar. So. Gut. Wir werden wieder den absoluten Standard machen. Das heißt, wir laufen jetzt hier rum, nach vorne. Bitte nicht. Ich möchte keine Sprengung. Danke. Jesus! Oh! Habe ich mich gerade erschrocken? Ich glaube, das hat man perfekt gemerkt. Was haben wir hier? Aha, 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 aha. Das nehmen wir mal alles mit. Medikation, das ist immer nicht schlecht. Nein! Fuck! Meine schöne M4! So, immer wieder. Ich bin hier. Wo ist denn dieses komische Dorf oder was auch immer? Da oben. Mach's gut. Ich glaube, da unten ist dieser Konvoi. Wir gehen mal da runter. Oder? Ist das der Konvoi oder ist das nicht hier mit dem Kauf? Nee, das ist kein Kauf. Könnte sein, dass das ein Stück von dem ist, was ich brauche. Genau. Okay, wir probieren jetzt mal was. Zwar ist ja da hinten das Camp. Wenn ich an dem Camp weitergehe, sollte ich ja zu dem User Camp kommen. Vielleicht ist es dann die Mission. Weil ich brauche nur 2 Dinge zu finden. Glaube ich. Der ist weg. Der ist safe weg. Warst du ein Scav? Nee, du warst ein Spieler. Und sind hoffentlich jetzt am Camp. Ach, da müssen wir. Warten Sie. So, 2. Teilauftrag abgeschlossen. So.
Aufgaben. Entkomme. Achso, wir haben jetzt beides und wir müssen jetzt noch okay. Das ist halt so geil an dem Kombivisier. Man kann halt hier schön durch das Scope und dann hier zum Umgucken halt speziell kann man das Ding verwenden. Gefällt mir. Ich finde dieses Visier halt so selten und habe halt dementsprechend auch noch keinen Zugriff so richtig auf den Markt, wo ich das Ganze halt beziehen kann. Ansonsten würde ich dieses Visier öfters mitnehmen. Es kommt natürlich auch irgendwo drauf an, was mein Budget immer hergibt, weil ich renne meistens mit sehr wenig Kohle hier rum. Dauerpleite eigentlich, dadurch, dass es zwischendurch immer wieder bergab geht. Wo ist er denn? Ich hab ihn gerade eben gesehen. Der wo? Giepko? Ja, Giepko ist wo? Okay, das war Nummer 1. Danke. Ja? Ciao. War jetzt hier hoffentlich erstmal der Einzige. Kiparika? Japka? Kleiner Pisser. Vier Körperstellen immer noch. Also war hier doch ein zweiter. Okay, du kannst mich am Arsch lecken. Das Risiko nehme ich jetzt nicht auf mich. Bist du ein Scaver oder bist du ein Spieler? Aha. Im Mosin. So, wir machen es folgendermaßen. Wegwerfen. Wir nehmen das hier mit. Ja doch. Da ist jemand. Aber der geht ins Haus rein. Wechsel mal die Waffe. Danke. Vier Minuten noch. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Ich würde nämlich schon sagen, dass ich den einen noch umhau. Der dürfte liegen. So, habe ich jetzt hier noch irgendwo einen, den ich abballern kann? Biggie?
Geräte. Guter Pass, schau. Den haben wir auch. Bis man ab hier jetzt rauskommt, circa. Na komm. Perfekto! Nice! Okay, saugeil. Schon. Nee. Doch. Nein, wieso duckst du nicht denn? Bist du behindert? Ich hab auf... Ist meine C-Taste im Arsch oder was? Fuck! Hab ich mich währenddessen... Vielleicht, weil ich mich bewegt habe. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade eben gedrückt habe, verdammt. Scheiße! So! Okay, wir haben mal eine Waffe dabei, die ich zuvor noch nie gespielt habe, die ich auch noch nie gefunden habe. Das ist die RFB oder so. Hat auf jeden Fall 762x51 Munition dabei und aus der letzten Folge lässt sich auf jeden Fall erkennen, wenn ich hiermit nicht treffe, dann bin ich echt am Arsch. Daher muss ich jetzt extrem präzise sein und Präzision ist nicht gerade eben meine Stärke. Ich habe mich halt wirklich zuvor wieder mal angestellt wie ein Hund zum Scheißen. Ganz ehrlich, gut selbstreflektiert würde ich mal sagen an dieser Stelle. Ist halt einfach manchmal nicht unbedingt meine Glanzleistung hier und ist auch einer der Gründe, warum ich so oft verrecke. Ich bin halt echt immer noch nicht, das Ganze ist noch nicht automatisch drin. Einerseits entweder bin ich zu gierig oder ich weiß auch nicht. Okay. Scheiße. Hier haben wir mal wieder diese. Ja. Komm, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ich hoffe natürlich, dass hier was Anständiges ist. Nee, das ist nichts Anständiges. Dann vielleicht hier irgendwas Anständiges. Komm schon. Bitte. Gib mir was Anständiges. Das ist nichts Anständiges. Das ist... Zwar auch nichts Anständiges, aber es ist ein Schießeisen. So. Aha. AC, okay. Okay, das nehmen wir mal mit. Das könnte eventuell für eine 416. Für eine M4 vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht sein. So, dann wird jetzt der übrige Scheiß auch erstmal mitgenommen. Nice. Natürlich. Gerne. Das sind Munition. Ich weiß aber nicht, was das für Munition ist. Wir werden sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Na komm, durchsuchen. Durchsuchen. Danke. 7 and 9. Entladen. Kenne ich noch nicht. Nice. SPP, was auch immer. So. Dann schauen wir mal hier. Waffe bitte. Danke. Oh yeah. Ey, dieselbe nochmal. Okay, jetzt wird's krass. Hat er mich gehört? Gesehen? Spürt er, dass ich hier bin? Ich weiß nicht. Die ersten vier sind raus. Komm. Hey, mein Freund. Danke. Was geht bei dir? Nicht viel? Bei mir auch nicht. Mach's gut. Asanga irgendwas? Kannst du vergessen. AK? Er wollte gerade ihm nachladen. Habt ihr das gesehen? Der Sack. Ein paar EP. Müssen natürlich in die Tasche. Klar. So. Wie schwe? Mach's gut. Jetzt wäre natürlich ein Scav mit ein bisschen Kohle noch. Oder mit übermäßig viel Kohle. So ein Rich Scav. Sehr geil. Präzision lässt du Menschen übrig.
fuck? Danke! Der Typ muss wahrscheinlich gleich erstmal pissen gehen, so oft wie der jetzt gesoffen hat. Super. Einwandfrei hier! So. Der säuft wie ein Loch. Jesus fucking Christ. Ich bin so froh, dass ich wenigstens ein Ding hab. Eine anständige Weste. Lutsch. Fress Gabo. Hä? Ganz schön aggressiv, der Scheiße. Wo ist denn jetzt gerade hier? Er ist irgendwo. Danke. Ich weiß, mein Freund. Du wolltest nicht sterben, aber ich will, dass du stirbst. Deswegen stirb. Aber hier irgendwo im Kaff ist noch ein Scavo. Wenn der mir noch Kohle geben könnte, potenziell, würde ich auch rauskommen hier an der Brücke. Da ist er. Umgeblasen. So. Hat sich erledigt bei dir. Okay, das waren auch wieder 5. MPX. Ja, dann werden wir das wegwerfen. Scheiße. Verarschen? Danke. Wollte schon gerade sagen, was ist mit dir los, ey? Volles Magazin hoffentlich drin, ja. So, jetzt wird's langsam sicher ein bisschen scheiße. Kommt irgendwas? Oh nein. Nein. Ah, egal. Egal. Wir haben's wenigstens. Nice! So, das dürften auch wieder gut EP gewesen sein. Wie viel haben wir denn? Komm, zeig mal. Hallo? Zeig mir. 6120. Uff. 2, 4, 6, 8, 10. Warte mal, 2? Ja, ja. 10 Scavs? Ey, neuer Rekord, was Scavs zumindest angeht. Alles schön mit RFB. Wunderbar. Also ich muss echt sagen, die Waffe ist echt cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. 1500 EP bis zur Stufe 20. Das heißt, nur noch ein Fliegenschiss davon entfernt, endlich mal Zugriff auf den Spielermarkt zu bekommen. Das nenne ich auf jeden Fall heute mal einen Fortschritt. Sehr geiler Scheiß, ohne Witz. Da haben wir lange gebraucht, um uns jetzt hier auf den Rang hier hochzukämpfen. Das heißt, eine halbwegs vernünftige Runde mit, sagen wir mal, so 5 Scav-Skills oder vielleicht ein Spielerkill noch dazwischendurch halt, ne? Wo man so 2000 Punkte rausholt. Selbst wenn ich krepier, wär's scheißegal. Dann habe ich auf jeden Fall endlich mal Zugriff auf all das, was der Spielermarkt zu bieten hat. Und kann auch dementsprechend jetzt dann mehr Kohle aus dem Spielermarkt rausziehen. Das ist dann umso wichtiger, weil dann fängt es nämlich an, dass die Waffen dann ziemlich teuer werden, glaube ich. Weil ich möchte natürlich das ein oder andere Mal dann doch mal ein bisschen experimentieren, was ich denn vielleicht so für Waffen bauen kann. Von daher, ja, denke ich mal, spätestens morgen dürfte ich es dann endlich geschafft haben. Aber hier ein schön volles Loadout. Mit der Waffe sind wir rein und mit dieser Waffe sind wir noch zusätzlich rausgekommen. Klar haben wir hier jetzt munitionstechnisch echt schon ein bisschen verkackt gehabt, aber wir hatten immerhin noch 65 Schuss insgesamt. Na, aber auch diese geile Jusek-Weste rausgeholt, die ein bisschen was abgekriegt hat, eine Kugel. Fließ auch nochmal, dann die Rucksäcke, dann können wir auch wieder dieses Gav-Packpacks herstellen. Also
Läuft auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall richtig gut gewesen. Ja, aber dann beende ich das Video mal wieder an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen. Abonnieren nicht vergessen, denn wie jeder weiß, Support ist kein Mord. Damit Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!